Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie PR funktionieren. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr auf jeden Fall gerne ein Abo da, schaut gerne vom Twitch-Kanal vorbei und tragt euch auch gerne mein Creator-Code Aircraft im Itemshop ein. Wenn ihr jetzt einträgt, hält er auch übrigens noch bis zum Start der neuen Season. Würde mich natürlich über jeden einzelnen Supporter dort freuen. Und ich würde sagen, beginnen wir direkt mal mit den Grundinformationen. Für diejenigen, die gar nicht wissen, was PR überhaupt ist, PR ist einfach ein System, womit man im Prinzip ein bisschen nachvollziehen kann, wie gut gewisse Spieler in Fortnite in Tournaments sind. Das bezieht sich eben halt wirklich nur auf Tournaments, also Arena-Punkte oder normale Solo-Wins und so etwas zählen da gar nicht zu. Und es gibt auch unterschiedliche Versionen von PR. Die bekanntesten sind wahrscheinlich die Fortnite-Tracker-PR, aber es gibt auch noch die Gamepedia-PR. Zu denen kommen wir später. Als erstes würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit den Fortnite-Tracker-PR. Dort kann jeder seine PR einsehen. Dafür müsst ihr einfach auf die Seite vom Fortnite-Tracker gehen. Dafür einfach nach fortnite-tracker.com suchen und dann werdet ihr hier auf dieser Website landen und dort könnt ihr nach allen möglichen Spielern suchen, also eurem eigenen Namen oder eben halt irgendjemand anderem. Zum Beispiel bei mir ganz einfach nach The Aircraft suchen. Wichtig ist nur, falls ihr irgendwelche Sonderzeichen im Namen habt, dass ihr den natürlich auch da eingebt, und wenn ihr eben halt etwas mehrmals genommene Namen habt, dann kann es relativ schwierig sein. Deshalb immer besser, wenn man auf jeden Fall eindeutige Namen hat, wo es eben halt keine anderen gibt, die so ähnlich heißen. Das ist auf jeden Fall praktisch, um dann wirklich den richtigen zu finden. Auf jeden Fall könnt ihr dann hier auf euer Profil sehen und dann werdet ihr jetzt erstmal nicht die PR direkt sehen können. Ihr müsst nämlich als erstes auf den Event-Bereich gehen und dann werdet ihr hier die PR sehen. Die PR sind auch nach unterschiedlichen Kategorien sortiert, und zwar hatte man einzelne PR für die Plattform und für die Region. Das heißt, wenn man früher auf Konsole und teilweise vielleicht die ganzen Daily Cups auf NA oder so gespielt hat, dann hat man dort immer die ganzen PR für diese Region bekommen und für die Plattform natürlich auch. Wenn man jetzt zum Beispiel auf PC gewechselt ist, jetzt auch noch die ganzen PR auf Europa holt, dann wird man immer nur noch die ganzen neuen PR dann auch hier auf Europa und PC sehen können. Das Ganze könnte ich hier oben auswählen, dann könnte ich hier auch noch einen Listen- und so einen Tabellenmode auswählen. Beim Listenmode werden dann euch immer noch mal die ganzen Tournaments in so einem etwas anderen Format angezeigt, und wenn ich hier oben Cash oder All Events auswähle, dann wird euch immer halt entweder nur die Events angezeigt, wo man auch wirklich Geld bekommen kann. Also wenn es jetzt zum Beispiel Qualifier sind, dann werden ich hier nicht angezeigt, sondern eben halt wirklich nur, wo man direkt auch schon in der Runde Earnings mitnehmen kann. Und bei All Events werden dann eben halt wirklich alle Tournaments angezeigt. Also egal, ob man hier PR bekommt oder keine PR bekommt, hier wird wirklich jede einzelne Cup angezeigt. Eine Ausnahme gibt es trotzdem hierfür, und zwar würde man nur angezeigt, wenn man auf der besten Liste, das heißt, wenn man unter den Top 10.000 in einem Tournament ist. Wenn man da drunter ist, dann wird man sozusagen gar nicht mehr gecheckt und das wird dann hier natürlich auch nicht aufgezeigt. Die PR richten sich dann immer nach dem Placement, den man in den Cup holt, und die PR bleiben auch nicht für immer. Das heißt, wenn ihr früher mal 200 PR hattet und ihr euch jetzt wundert, warum ihr noch 150 habt, dann liegt das ganz einfach daran, dass die über die Zeit decayen. Das heißt, sie verschwinden. Gerade von den Daily Duo Cups hier sind sehr, sehr viele mittlerweile verloren gegangen. Dort hatte ich zum Beispiel hier in diesem Cup früher mal 5 PR, jetzt immer die Hälfte verloren gegangen. Deshalb nur noch 2,5 PR, und das ist immer hier bei all diesen Cups so. Ich glaube auch früher so etwas wie World Cup und die ganzen ganz frühen Cash Cups, die sind auch alle decayed, und zum Beispiel auch aus der Season 3, glaube ich, die ganzen Cash Cups, die sind so langsam auch decayed, und so wird es immer mit der Zeit immer mehr decayed, meistens so nach ungefähr einem halben Jahr decayen die PR. Umso länger das Ganze dann her ist, desto mehr PR decayen auch. Das heißt, am Anfang hat man dann vielleicht ein Drittel erst verloren von dem PR, dann die Hälfte, dann irgendwann drei Viertel, und dann am Ende kann es auch sein, dass man teilweise gar keine PR mehr hat. Das heißt, es geht auch dabei wirklich darum, dass man konstant PR holt und nicht nur früher PR geholt hat. Und so ist das zum Beispiel hier auch in diesem Graph, den ihr sehen könnt. War ich mal auf 100 PR, dann bin ich hier auf 97 runter, dann auf 107 eben halt hoch, jetzt wieder auf 102 PR, und so schwankt das Ganze eben halt immer, und ihr müsst eben halt wirklich genug hochplacen, damit ihr auch wieder die ganze PR holen könnt. Denn um überhaupt PR zu holen zu können, muss man unter die Top 7500 in den meisten Cups kommen. Dafür bekommt man meistens immer 5 PR, manchmal auch etwas mehr. Zum Beispiel FNCS gibt doppelte PR. Dort bekommt man dann nämlich unter Top 7500 bereits 10 PR. Relativ unfair ist tatsächlich, bei Trio Cups muss man ja im Prinzip nur unter weniger Spieler kommen. Um Top 7500 zu kommen, während man im Solo dann Top 7500 schon relativ schwierig ist. Das heißt, da etwas unverhältnismäßig. Im Trio kann man also deutlich leichter auf jeden Fall die PR holen als zum Beispiel im Solo. Andere Cups bringen aber zum Beispiel auch weniger PR. So zum Beispiel die Friday Night Cups. Die bringen nur ein Viertel, glaube ich, der PR. Deshalb hier statt 5 PR
PR immer nur 1,25 PR und dann gibt es immer andere, die bringen den einfachen PR-Wert, also einfach ist sozusagen immer für Top 7500 bekommt man 5 PR und dann glaube ich Top 5000 oder so bekommt man dann 10 PR und so geht es immer mit der Zeit immer hoch, gerade so in den letzten Regionen, das heißt, wenn man so Top 400, Top 300 kommt, dann bekommt man irgendwann noch 200 PR, erster Platz bekommt natürlich irgendwie so 1000 PR oder so, ich weiß gar nicht, was man da genau bekommt, aber auf jeden Fall, umso höher in den Tournaments Place, desto mehr PR bekommt ihr. Die ganzen Thresholds sind eigentlich immer gleich. Das heißt, Top 7500, Top 5000 und so, das bleibt eigentlich immer gleich. Aber wie gesagt, wie viele PR man dann für diese Punkteanzahl bekommt, das ist eben von dem einzelnen Tournament abhängig. Meist Cash Cups, wie gesagt, einfach. Cups, wo es kein Cash gibt, wo es aber trotzdem PR gibt, dort gibt es dann eben so meistens Viertel oder Hälfte davon und FNCS meistens das Doppelte. Zum Beispiel nämlich bei solchen Limited Time Mode Tournaments, was wir jetzt mit DraftG Cup hatten, was gestern der Cup auch noch war, da bekommen meistens keine PR, nur ganz selten. Friday Night zum Beispiel auch mehr oder minder eine Ausnahme, dass man da überhaupt PR bekommt, aber in den meisten Cups, wo es keinen Cash gibt und es eben keine Qualifier sind, da bekommt man keine PR. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um zu tracken, wie gut irgendwelche Leute in Tournaments sind, denn da könnte ich immer natürlich neben dem reinen Wert an PR auch überprüfen, wie gut die in den letzten Cups geplaced haben, ob die nur in Trio Cups geplaced haben oder ob die auch in Solo Cups geplaced haben. Das könnt ihr hier auf jeden Fall sehr, sehr gut nachschauen. Oder ob die zum Beispiel die ganzen PR nur in den Zeiten von Daily Duo Cups geholt haben. Da sind auch sehr, sehr viele dabei, die es wirklich nur dort geholt haben. Aber so könnt ihr es auf jeden Fall ganz gut überprüfen. Und ihr müsst natürlich immer aufpassen, wenn ihr Leute zum Beispiel im Discord nach PR trackt, dass ihr auf jeden Fall immer zum einen natürlich den richtigen Namen eingibt. Dort gibt es ganz, ganz viele Faker. Deshalb lasst euch am besten oder fragt nach dem Epic-Namen und dann geht immer da auf die Fortnite-Tracker-Seite und sucht auch auf jeden oder passt auf, dass ihr auch auf PC und Europa seid, beziehungsweise wenn ihr nach einem Console-Player sucht, dass er auf Console und Europa ist und immer nicht die ganze PR auf irgendeiner anderen Region geholt hat. Dann gibt es, wie gesagt, aber noch etwas Zweites und zwar die Gamepedia PR und die findet man auf dem Fortnite eSports-Wiki, also der Gamepedia-Seite. Dafür könnt ihr ganz einfach hier oben den Link eingeben. Hier gibt es noch weniger Spieler, also hier wird nicht jeder Spieler angezeigt, sondern man muss eben halt gut genug geplaced haben, um dann eben halt PR angezeigt zu bekommen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Irgendwie so etwas wie Top 250, Top 100 oder so muss man placen, damit man hier überhaupt PR bekommt. Und die zählen hier immer jährlich. Das heißt, nach einem Jahr werden die ganzen PR resettet. Und dann hat man sozusagen die PR für 2020, 2019, 2021. Und dadurch hat man immer den 2021 jetzt relativ wenig PR. Auf jeden Fall wird man hier, wenn man immer Leute findet, auf jeden Fall Leute finden, die deutlich, deutlich besser sind. Nach Leuten könnt ihr hier ganz einfach oben rechts suchen. Wenn aber so oder so keine guten Placements hattet in den Cups, nicht unter Top 1000 oder so gekommen seid, dann werdet ihr euch nicht finden. Zum Beispiel, wenn ich mich hier suchen würde, würde ich mich nicht finden. Dafür zum Beispiel andere Leute, wie zum Beispiel Quentin, meinen alten Duo-Mate, der hatte in einem Trio-Cash-Cup jetzt ein Top 68er Placement und das dann seinen einzigen PR, der geholt hat. Ich glaube, ansonsten ist er auch 260 oder so mal gekommen. Dafür gab es aber keine PR. Dafür bekommt man aber auch relativ viele PR-Points und die sind hier deutlich differenzierter, die PR-Points, als im Fortnite-Tracker. Also hier bekommt man nochmal die ganzen etwas genauer und ist auf jeden Fall, wenn man vor allen Dingen in diesem Bereich ist, wo man zum Beispiel auf Fortnite-Tracker schon 2000 PR hat, dann kann man auf jeden Fall auch auf dieser Plattform suchen und wird dort nochmal etwas genauere Informationen dazu finden. Insgesamt wird es aber wahrscheinlich für die meisten so sein, dass ihr hier euch nicht selbst finden könnt. Wie gesagt, ihr müsst dafür sehr, sehr gut gespielt haben in irgendeinem Cup und es muss halt auch in der letzten Zeit gewesen sein, ansonsten bekommt ihr hier keine Seite. Und auf dieser Seite ist auch das Besondere, dass ihr eben halt neben den reinen PR-Points auch dann, wenn man vor allen Dingen immer so etwas wie YouTuber-Streamer ist und seine ganzen Settings dann auch gezeigt hat, dass es hier im Prinzip wirklich wie so ein Wikipedia ist, dass man wirklich Informationen über den Spieler rausfindet, die man jetzt nicht unbedingt auf Fortnite-Checker rausfindet. Dafür muss man aber immer wirklich hier sehr, sehr gut geplaced haben. Auf jeden Fall war es soweit zu dem PR. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video auf jeden Fall weiterhelfen. Schreibt mir wie immer gerne Feedback in die Kommentare und natürlich auch weitere Videovorschläge. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.